Auf den Sylter Straßen sind ab sofort die Hot Rods unterwegs. Am Samstag wurden die originellen Autos im Lister Hafen vorgestellt und von den zahlreichen Besuchern auf kurzen Ausfahrten ausgiebig getestet. Die motorisierten Seifenkisten beschleunigen auf bis zu 88 km/h. Ein Führerschein der Klasse 3 bzw. B ist notwendig. Die Touren mit den Rennflitzern werden grundsätzlich geführt. Eine zweistündige Inselrundfahrt kostet 79 Euro pro Person inklusive eines unvergesslichen Rennwagenfeelings. Auch Schnupperfahrten sind möglich.